der ist tot, würde ich mal sagen. Gut, hier haben wir noch eine Truhe. Nehmen wir erstmal die Truhe mit. Warte mal, Munition. Wichtig. Hä? Ah, drei Kugeln, alles klar. Sehr gut. Wo? So. Alter, hab ich das nicht kommen sehen? Spinnst du? Alter, jetzt werden sie übelst viele hier. Okay, also. Meins? Hammer. Irgendwo ist ja noch einer, oder? Ah, der lebt noch. Jetzt nicht mehr. Gut. Die halten auch immer viel aus. Also die Großen sind echt eklig. Finde ich. So. Pulverfass noch mitnehmen. Das wird lustig, glaube ich. Das wird lustig. Hammer. Vier Wachen mit einer... Ah, wir haben es geschafft. Na, wunderbar. Ah, scheiße. Das habe ich jetzt total vergessen. Ich habe mich so drauf konzentriert, irgendwie das mit der Attentatserie zu machen. Das mit dem Blasrohr habe ich total vergessen. Na, egal. Scheiß drauf. Da hätten wir es natürlich leichter lösen können, weil dann hätten wir einfach Berserker-Modus immer bei denen aktiviert und dann hätten die sich alle gegenseitig vernichtet. Aber ich fand das eigentlich mal ganz cool, hier ein bisschen rumzukämpfen. So gut, dann gehen wir mal schnell noch hier den Punkt synchronisieren. So. Ist ja auch ein tolles Konstrukt. So. B. Ach ja, die Aussicht hat man sich verdient nach der Action. Ah, da ist auch noch eine Truhe da vorne. Na egal. So. Wir haben schon 6 von 7 bei Nassau. Was haben wir denn hier noch? Gering leider nur. Das Manuskript kann man ja mal noch schnell mitnehmen. Ist auch, auch nur gering, aber wir hatten noch nicht so viele Manuskripte, deswegen. Das ist ja gleich hier. Unter uns wahrscheinlich, ja? Na dann. Hallo, mein Großer. Okay, er läuft einfach an uns vorbei. War ja auch absolut unauffällig gewesen. Haben wir gleich noch ein bisschen Muni mit. Ein Manuskript. Oh, schöner Badestrand. So gut, Leute. Das hätten wir erstmal geschafft. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt einfach direkt. Aber wartet mal, den Punkt nehmen wir noch einen hier. Dann haben wir alle. Gering. Hier ist noch eine doofe Note. Wir gehen dann aber direkt dann zur Hauptmission. Vielleicht kriege ich ja noch was hier irgendwie in die Note oder so, wenn ich es auf dem Weg sehe. Ja. Aber den Synchronisationspunkt will ich wenigstens haben. Da haben wir nämlich dann wirklich alle von Nassau. Ja, ist wie so ein Segelmast. Das ist aber eine Frau. Kommt die Synchronstimme von der? Übelstes Mannsweib, Leute. Zieht euch mal bitte das Mannsweib hier rein. Alter! Ja, die ist gut emanzipiert. Ich weiß nicht, ob die das mit Absicht gemacht haben. Also auf jeden Fall ist es nicht mit Absicht, dass sie eine Männerstimme hat. Komm, sag nochmal was. Alter, ist das krass. Na ja, gut. Ist jetzt nicht so mein Geschmack, ne? Also von Edward wahrscheinlich auch nicht. Was denn? Oh, wirklich? So. Komm her hier. So. Komm, das Kanal kannst du mal vergessen hier. Scheiße, müssen weg hier. Explodiert die noch? Ja, okay. Ja, komm, nimm mal das Manuskript mal noch mit. Übelst das Mannsweib. So. Und hier noch die Truhe. Nee, hier auf der Seite. So.
1400 fast. Na, dann mal hoch mit dir. So. Hier müssen wir wieder hin. Na so. Aber oh, guckt euch das mal an, das sieht doch ganz schön aus. Also wenn man es vergleicht, da wo hier Pest war und hier so Nebel und so. Haben sie sich schon was aufgebaut? Ist ein bisschen verschlafener, ein bisschen ruhiger. Ein bisschen mehr zum Chillen und so, aber pff, trotzdem schön. Wie rennt der weg oder was? Okay. So, also das ist der letzte Kampf, dann reicht's erstmal, denke ich. Aber ich habe gesagt, ich will jetzt möglichst viel weghauen von den Leuten, einfach weil ich sie super unsympathisch fand, wie sie sich hier verhalten haben. Muss ja nicht sein. Auch jetzt mache ich aber Mist hier. Jetzt mal den weg. So. Jetzt noch den. Hammer. Ah, die helfen uns. Cool. Auch. So. Tja. Das war wohl nix. Schön. Finde ich cool, dass sie uns wieder geholfen haben. Aber ja. Mittlerweile müssten wir da eigentlich fast schon wieder mehr Piraten sein und normale Leute als hier irgendwelche komischen Militärleute von Engländern. Ich weiß es nicht. Ja. Kein Plan. Ja, jetzt überall auch hier die britische Flagge zu sehen ist. Davor waren hier, glaube ich, immer Piratenflaggen gewesen. Ja gut, alles klar. Gut, Leute, machen wir weiter. Der ausrangierte Commodore. Los geht's. Na los, Jungs, ihr teudelt. Dieses verfluchte Hanf. Lieutenant. Psst. Hi, Sir. Der Commodore befürchtet einen Aufruhr. Seine Befehle lauten, jedes verdammte Piratenschiff im Hafen zu versenken. Heute Nacht. Gegen die Wünsche des Gouverneurs? Das ist ein direkter Befehl, Soldat. Geht auf der gestrandeten Galeone in Stellung und wartet auf die Befehle des Kommodors. Ist das klar? Aye, Sir. Der hinterhältige Bastard. Man sollte dem Kommodor die Kehle aufschlitzen, bevor er den Befehl erteilt. Denkst du das? Sonst treiben wir bei Tod im Wasser. Na gut, ich töte ihn. Ihr seid des Wahnsinns. Ich will nichts mit dem Mord am Commodore zu tun haben. Er ist ein Mann des Königs. Wir dürfen nichts riskieren. Na los, ich werde auf dich warten. Okay. Na dann, schauen wir mal. Die Wachen verfolgen. Ja. Und optional Wachen aus Ampelston töten. Also das hier. 1 und 3 dürfte das jetzt ja sein. Ja, sehr gut. So, hier haben wir noch keine Sperrzone. Hier ist erstmal stressfrei. Sir, wir haben Informationen für den Commodore. Es ist sehr dringend. Weiter! Yes. Viel böses Blut zwischen den beiden Rogers und Chamberlain. Wo ist das Problem? Der Commodore hält nicht viel von Zivilisten, glaube ich. Und es geht das Gerücht um, dass Rogers eine Art Jakobiner ist. Oder schlimmer noch, katholisch. Ich nerv gerade ein bisschen der Scharfschütze hier, wartet mal. Da kann ich mir Schlimmeres vorstellen. Und die beiden Männer tot. So. Bam. Jeder, folgt uns und kommt an Bord. Der Commodore hat eine Aufgabe für euch. Gut, sieht erstmal ganz gut aus hier. Ich hörte, wie der Commodore über Rogers schimpfte, ihn Heiden nannte und sonstige Dinge. Warum streiten die beiden denn so? Still, Mann.
Du willst doch nicht den Zorn des Gouverneurs auf dich ziehen. Der ist irgendwie komisch. Ja, ich habe eigentlich viel mehr Angst vor dem Kommodore. Sehr ernster Mann. Kein bisschen Humor. Ja, komm mal her, komm mal her, komm mal her, komm mal her. Oh scheiße, da kommen gerade richtig viele. Ah, hier ist keine Sperrzone. Ich kann da einfach langlaufen, oder? Ja. Die müssen wir einfach mal schnell erledigen, geht das nicht anders. So. Halt mal. Hier sind sie. Oh. Hier. Das sieht erstmal ganz gut aus. Hier oben sind noch keine Wachen mehr. Aber ich frage mich echt, wie ich das optional hätte lösen sollen. Da vorne wäre noch mal ein Busch gewesen, wo man sich hätte anpirschen können, aber da hat mir jetzt leider die Zeit für gefehlt. Leider. Machen wir erstmal runter hier. Schnell, 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 schnell. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, hey, komm her. So, 2 von 3. Oder zählt das jetzt nicht? Das ist ja bescheuert, weil ich rausgelaufen bin, ne? Na egal. Ja, die reagieren nicht drauf. So, Commodore Chamberlain eliminieren. Oh, und extra Ding ist aus auf Luftwaffenattentat. Okay, weiß ich Bescheid. Wir müssen auf das Boot. Na dann. Besser gefallen, übers Wasser zu kommen. Anstatt über das Ding hier. Weil es bringt uns eh nichts. Einfach im Körper reinmachen. Na doch, man könnte es so hier machen. Machen wir runter. Nee, das ist uncool. Machen wir ins Wasser wieder rein. Denkt an unsere Mission, Männer. Wir versenken jedes gottverdammte Piratenschiff, das im nördlichen Hafen ankert. Ja, das werden wir ja noch sehen. Das werden wir ja noch sehen. Ich sehe ihn leider noch nicht. Ich werde nicht tatenlos zusehen, wie die Ratten auf dieser Insel Ränke schmieden, wie sie uns schaden können. Also kommt an Deck, Männer! Das ist dumm. Dumm, dumm, dumm. Komm runter! Meine Fresse! Ja, wir haben jetzt keinen Stress, Leute. Wir haben wirklich keinen Stress. Also ich würde das schon wenigstens mit dem Luftattentat gerne hinbekommen. Am besten, wenn sie nicht hingucken, schnell hier hochlaufen. Ah, die gucken gerade her. So, jetzt. Schnell. Ah, sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Die Frage ist nur, kommen wir denn auf das Segel darüber? Das wäre eigentlich ideal. Aber irgendwie kriegen wir das schon hin. Ja doch, wenn wir ganz hoch gehen, auf jeden Fall. Alter, ist das hoch. You, let me out of... Na komm. Wenn der runterfällt, ist ungünstig, oder? Ah, ist wahrscheinlich ins Wasser gefallen. So weiter. Oh, das wollte ich eigentlich gar nicht, aber ist auch okay. So, wo ist denn der jetzt? Da. Na, guck mal, wo er als nächstes hinläuft. Die Richtung, okay. So. Das müssen wir eigentlich kriegen. Da kommt der sehr tot von oben. Denn. Der Gouverneur versprach Straffreiheit, Commodore. Bedeutet das Wort eines Mannes denn gar nichts mehr?
Hat die Syphilis dich benebelt? Wozu einen solchen Abschaum beschützen? Ihr seid Parasiten und lebt von der Arbeit ehrlicher Männer. Genau wie King George, was das angeht. Zeig Respekt, Bauer. Du magst mich zwar töten, doch damit hast du deine Lage kein Deut verbessert. Gibt es einen Grund, weiterzureden? Wenn dieser Heide nicht wäre, Governor Rogers, ich hätte dich am eigenen Mast aufgeknüpft. Oh, euch alle. Mission beendet. Naja, wenigstens haben wir 90%, ist okay. Das mit dem Anpasszonen, das war schwierig gewesen, haben wir jetzt leider nicht hinbekommen, aber egal. Das Luftattentat hat ja ziemlich geil funktioniert dafür. Schön. So. Hey, wir haben alle Aussichtspunkte. Na, dann kommt mir her hier. Bam. Komm auch. Wir werden mal mit Schießen probieren, Achtung. Yeah. Und das Schiff können wir nicht steuern, ne? Schade. Hätte ich gerne übernommen von meiner Flotte. Oh, wie ich die hasse. Dann auch. Die müssen nur welche sein. Ah, die sind unten. Drunter. Okay. Wartet mal, haben wir vorne noch welche? Da können wir mal das Fass ausprobieren. Da. Oh nein, Batterien! Scheiße! Scheiße! Wartet mal, habe ich irgendwie noch Ersatzdinger da? Oh nein! Wartet. Oh nein! Okay, jetzt geht's wieder. Sehr gut. Ich habe Ersatzdinger da. Ich weiß ja nicht, wie lange die jetzt halten hier. Oh, ich wollte nochmal das Fass ausprobieren. Probieren wir es nochmal. Warum nicht halten die Batterien noch lang genug? Dann werde ich die Session erstmal beenden hier. So, wartet mal. So, Pick werfen. Und jetzt Pistole. Yeah! Alles klar, Leute, ne? Dann machen wir an dieser Stelle erstmal Schluss. Muss ich erstmal gucken, dass ich jetzt hier eine neue Batterien dann reinhaue, die ein bisschen länger halten. Ich sollte mir vielleicht wirklich mal einen Controller holen mit Kabel. Das wäre ein Tipp. Das wäre gut, glaube ich. Gucken wir nochmal Karte, wer ist denn die Mission wechseln? Okay, wir müssen einfach wieder an den Hafen von Nassau. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Würde mich freuen, wenn ihr auch nächste Folge wieder dabei seid. In diesem Sinne, macht's gut. Tschö. Thank you.